Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin zurück, nach wie vor mit Holger und Danny. Hallo. So, hi. So, und wir werden einmal bauen. Das sieht man schon an den Bautrupp-Helm. Ich habe mein ganzes Bauzeug übrigens verkauft, aber ja, ich muss ja auch nicht hübsch aussehen. Wobei, ich habe die Kamera nicht mal an. Also, naja, wir vertiefen dieses Thema jetzt nicht. Ja, aber wir werden jetzt ein bisschen bauen. Wenn die Kamera jetzt an, hättest du einen Bauhelm auf, richtig? Richtig. In Real Life Bauhelm natürlich. Ja, genau. Wir werden jetzt einmal die Basis hier ein bisschen aufrüsten. Ich möchte überall Holzboden drin haben. Ich möchte die Wände hier noch verbessern. Und wir haben oben noch ein Stockwerk draufzusetzen, wie versprochen. Daniel und Holger werden mir hier wieder tatkräftig helfen. Und ja, gucken wir einfach mal, wie weit da wir dementsprechend kommen. Die Kettensägen werden bereits getankt. Und dann, ja, einmal Holz bitte hier reinschleppen. Und dann legen wir los. Dann machen wir erstmal den Boden, würde ich sagen. Das heißt, Holzstämme, Holzplanken und Seil. Seil habe ich. So, hier, das ist mein ganzes Baumaterialzeug. Also, ich habe Nägel natürlich, ich habe Bolzen, ich habe irgendwo noch Seil rumfahren. Da ist noch ein bisschen Seil, da ist ein bisschen Seil. Da ist ein bisschen Seil. Gucken wir mal, wie weit das mal kommen. Soweit der heutige Plan in dieser Folge. Die Folge, mal gucken, wie schnell wir sind. Es wird vielleicht eine oder zwei Folgen wieder Baufolgen geben. Als kleine Vorwarnung vielleicht. Was ja aber auch nicht schlimm ist. Nachdem wir in der letzten Folge wieder extrem viel Loot rausgeholt haben. Wir haben den Loot noch nicht aufgeteilt. Das ist noch ein Streitthema im Moment. Und wir haben noch nicht ins Grafikmenü geguckt. Oh, wir haben immer noch... Genau, warte mal, das kann ich machen, während ihr hier rumbastelt. Wir gucken mal ganz kurz in meine Einstellung rein. Und zwar Optionen. Video. Da ist alles soweit. Gamma ist ganz hochgedreht. Das kann man hier übrigens wieder runterdrehen. Das ist für einen Bunker ganz hochgedreht. Weil bei YouTube wird es da, wie gesagt, nochmal schwärzer gerendert, dass ihr überhaupt irgendwas sehen könnt. Aber ich lasse es, glaube ich, echt oben. Für mich ist es viel zu hell alles. Für euch müsste es nämlich genauso passen, für die Leute, die das bei YouTube sehen. Dann haben wir die Grafik-Settings, alles auf Epic, ist aber eigentlich ein Fehler. So, was hast du gemeint? DLSS? Option. Also weil das eine ist ja? Ganz unten, der unterste Punkt. Streaming Speed Epic habe ich da drin. Muss Epic sein, genau. Und das andere ist, was bei mir ist, FSS off. Ja, habe ich auch off. Okay, DLSS habe ich auf Quality. Auch. Und der Rest, der ist bei mir auf Epic. On. Refraction Quality ist high. Ja. On, Epic, on, Epic. Und Clouds sind high. Cloud Quality oder Cloud Shadow Quality? Cloud Quality ist auch high. Ja, das habe ich, dann habe ich es genauso wie du. Ja, also ich habe keine Probleme. Fullscreen, Aussync ist an. Komisch. Dann, aber ich habe hier tatsächlich jetzt auch keine Grafikprobleme. Also ich könnte es jetzt selbst hier gar nicht testen, weil hier ist tatsächlich nicht dieses Ölgedönse. Aber gerne, wie gesagt, nochmal in die Kommentare setzen. Mir wurde da schon mal geholfen. Ich habe auch die Grafik-Settings nochmal komplett geändert. Ihr seht es ja, habt es ja gerade gesehen, alles auf Epic. Läuft mittlerweile ganz gut. Die Aufnahmen brechen mir nicht mehr ab. Das war wegen diesen Codec-Problemen, die ich hatte. Die mittlerweile, Gott sei Dank, dahin sind. Ist zwar keine 4K-Aufnahme mehr, aber eine UHD-Aufnahme. Und damit nehmen wir erstmal vor, bis dementsprechend der Encoder wieder richtig funktioniert. Ist tatsächlich ein Problem von OBS Studio im Moment auch, übrigens. So. Die Türen übrigens möchte ich gerne auf Metall aufwerten. Und wie gesagt, der Boden dann soweit mit Holz. Wir werden dann hier die Treppe noch ein bisschen aufwerten. Das Bett hier wird abgerissen. Das können wir eigentlich gleich mal tun. Zerstöre Bett, repariere Brett, pausiere, aus, zerstöre Bett. Hier kommt mit dem DAO. Schön. So, Dani. Jetzt ist deine Chance. Einmal Kopfschuss, bitte. Was? Kopfschuss? Wo? Ja, er kann nicht mehr auf der Basis spawnen. Ach, das meinst du. Hey, bei meinem Glück, wo ich das eine Mal gestorben bin, bin ich auch direkt neben meiner Leiche wieder resettet worden. Weg, ich will da rein. Pass auf, jetzt werde ich den Boden dann unter deinem Fahrzeug auf und das Fahrzeug steckt für immer fest. Du darfst gerne warten, bis ich weggefahren bin. Wie war das mit dem Kopfschuss und dem Bett? Achso. Ich würde aufpassen. Übrigens, Patrick, ich werde dir hier auch mal einen roten Rucksack ablegen. Da ist das Eisen drin. Ah, perfekt. Ich bräuchte Blanken. Ganz viele. Ich weiß gar nicht, warum ist Stöcke heute nochmal so großartig? Ich weiß gar nicht, ob wir Stöcke brauchen. Nee, ich habe eins.
mitgebracht, weil du gesagt hast, du brauchst Seil. Hätte er mich beinahe überfahren. Hätte er mich schon beinahe wieder überfahren. Gerade noch weggesprungen. Weil aus diesem Bündelding da kann man ja wunderbar Seile machen. Jo, das ist das korrekt. Das war der Gedanke. Das ist korrekt. So. Achso, Dani, hast du eine Kettensäge? Wobei, ich hab selber eine Kettensäge. Yes. Aber ich krieg die nicht an. Kannst du mir schnell Bretter mal aus den Dingern zimmern? Das war Problem der Plan, ist, ja. Bis ich die Kettensäge anhabe, ist Weihnachten. Lauf mir nicht in die Säge. Das? Ich weiß ja, nicht. Du kannst die Säge als Waffe verwenden. Ja, ja, aber nee, wenn jetzt Holzbretter gemacht werden. Ach komm, just for fun. Wobei, ich hab kein Bett, aber. Nee, geht nicht. Ah, okay. Komm noch mal gerade raus, ich wollte mal testen, ob ich dich übertragen kann. Ja, ja, ja. Das hätte mich beinahe schon wieder erwischt. Ist so, wenn du davor, also er sieht mein Charaktermodell nicht, aber es ist jedes Mal, er fährt mir down über den Fuß. Jetzt wird wirklich leid, also wenn ich dich sehen würde, könnte ich besser zielen. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich eins, was ich noch liebe. Aber ich kann ja auch kreativer sein, wenn ich versuche dich umzubringen, oder? Oh Gott. Ich habe Angst. Berechtigt. Ja. Aber ich muss sagen, wir waren jetzt einkaufen. Das heißt, ich habe alles, was ich eigentlich brauche. Klar, ein bisschen was könnte man noch nachkaufen. Aber ich glaube, ich bin relativ safe, was jetzt erstmal Material angeht. Das heißt, wenn ich drauf gehe, shit happens. Du bringst Zombies mit. Ja, ich sag doch, kreativ sein beim Umbringen. Ah, Dani! Wow. Ja, sehr kreativ. Ja, jetzt zeigt Dani fast ungewöhnlich. Du bist genau, wirklich, du warst, wo ich geschossen habe, nicht im Schussfeld. Warte, ich hab Verbände. Komm her. Sorry, aber das musste sein. Ein Traum. Alle C2. 44%. Oh cool, ich brauche für eine C2-Blue nur einen Verband. Nett. Das ist wirklich gut, ja. Dankeschön. Ach, schön. Für mich waren die Puppets und wer leidet drunter? Oh, ich brauch mal Bolzen. Bist du sicher, dass du nicht mehr im oberen Stockwerk in dem Bett anfangen willst? Ja, ja, ich glaube, das ist. Das Problem ist, ich hab tatsächlich kleine Federn da, glaube ich. Die kann ich dir gleich mitbringen. Dann mach ich kurz einen Abstich in die Basis. Du kannst sie auch bei mir holen. Da ist der Weg nicht so weit. Ja, kannst du sie holen. Oder so, da kann er auch in Ruhe heilen. Ich kann dir noch ein paar Tablettchen geben. Na, danke. Die passt schon. Dann stellt sich wegen jedem Kratzer an. Der eine Schuss da in den Arm. Ja, genau. Bisschen Schwund hat's immer, ne? Ja. Toll, jetzt habt ihr die Puppets auch nur in meiner Basis ausgesehen. Hier liegt lauter Schrott rum und Puppets. Super, drei Stück. Ja, ich wollte sie noch die zerlegen, Gammeln. Aber... Ja, die Gammeln! Ja, ich hatte gerade wirklich vor, sie einfach noch zu zerlegen. Dass noch ein bisschen mehr rumliegt. Aber, du glaubst das vielleicht nicht, aber ich war wirklich rücksichtsvoll gewesen. Ja. Ich hätte noch viel mehr mitbringen können. Glaubt ihr. Ah cool, hier werden die Bretter schon wieder nicht angezeigt auf dem Boden. Sehr schön. Na, okay, dann halt. Ne, die sind tatsächlich. Die Bretter sind weggepackt. Irgendwo beim Aufwerten. Ja. Nicht aufhebbar. Dann bleiben sie halt liegen.
Ja. Also wenn man noch eine Anfangsphase ist und noch keine Motorsäge hat und so, sollte man gucken, dass man die Bretter immer außerhalb der Fundamente macht. Naja. Ja, es backen auch einige bestimmt auch unter der Basis rum. Also man kann dann immer mal ins Wasser gucken. Ja, haben wir über Wasser gebaut, also unten ist der Platz. Das heißt, einige werden wahrscheinlich dann auch im Wasser liegen. Achso, Bolzen wollte ich doch holen. Da war doch was. So, Baumatt. Echt jetzt? Nägel, nimm mal Nägel mit. Oh, lustig, ich habe keine Bolzen mehr. Also keine ausgepackten Bolzen mehr. Und ich wünsche mir... Box mit Bolzen voll. Warum muss ich jeden einzelnen scheiß Bolzen da rausklicken? Mach doch bitte den Schieber dahin. Aber mit Version 1.0 wurde es versprochen zumindest. Wie viele Federn brauchst du für dein Bett? Oh, 3? Warte, ich gucke. Viel war es, glaube ich, nicht. Improvisiertes Bett? Nee, ich hätte dann schon ein richtiges. 2! Wobei, ja, perfekt. Ja, wenn du mehr hast. Mehr. Nee, ich habe 2. Ich baue mal ein Doppelstockbett. Vielleicht zieht da noch einer ein. Ich hätte auch noch ein bisschen Seil gefunden gerade. Wie ist mit Nägel und Bolzen? Jetzt stehe ich beim Nägel und Bolzen habe ich, glaube ich. Das müsste reichen. Das müsste dicke reichen. Gut. Ich laufe jetzt nur noch vor Holgers Auto rum, nicht mehr hinter ihm. Was war? Ein guter Fahrer, ich will nichts anderes hören. Ja, gut darin, andere zu überfahren. Da stimme ich voll und ganz zu. Werd hier gemobbt. Ach ja, bevor ich das wieder vergesse. So, aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Abbrechen? Ah cool, ich kann die Tür nicht aufrüsten, wenn ich das Gestell außenrum aufrüste. Ja, ich habe dir hier einen Kühlschrank hingelegt, nicht Kühlschrank, Generator hingelegt. Ah, danke. Achso, Metallschrott war in dem roten Rucksack, oder? Ja. Perfekt. Ah, sieht gleich viel cooler aus, wenn das aus Metall besteht, das Zeug. Auch schon mal Metall reinsetzen. Dann haben wir... Was zur Hölle tust du da? Mein Charakter macht Dinge. Dinge, die er nicht tun soll. So. Okay. Bolzen? Schon wieder? Ah ne, ich hab... Quatsch. Ah, hab ich noch. Tschüss. Einmal Federlieferservice. Danke. Oder? Und dann hätte ich auch noch ein bisschen Seil gefunden. Perfekt. Immer. So, weiter. Bretter und Stämme. Moment. Genau. Faden bzw. Seil haben wir. Ach, Bretter, Stämme. Naja, Stämme schleppt Holger an, inklusive Zombies und. Ich schieße so lange auf Gandhi dann immer. Genau. Jeder hat ja seine Aufgabe. Achso, hier drin muss man den Boden natürlich aufwerten. Den Boden aufwerten. Wenn da ein Schrank draufsteht, ist das egal. Wenn da allerdings so ein Waffenständer draufsteht, nicht, oder? Ich bring's mal so aus. Pack die Waffen mal raus. Okay. Ich hatte sogar mal gehabt, dass wir beim Aufwerten den Boden verloren hatten. Okay. Und dann waren die ganzen Schränke weg, die drauf waren. Allerdings war das noch die Abkühlung. Okay, dann testen wir es einfach mal, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Aber ich muss sagen, ohne den Waffenschränken habe ich Gott sei Dank den Boden schon aufgewertet. Nur im Lager halt nicht. Aber das Lager, gut, da ist jetzt Zeug drin. Ich weine da nicht so sehr. Bei den Waffen würde ich sehr weinen. Wobei, gib mir mal die MP5. Ich packe die erstmal in den Schrank rein und dann probiere ich es, wenn ich die MP5 im Schrank liegen.
Eigentlich müssen wir auch noch einen Bunker machen. Ich finde bestimmt auch heute noch einen Mool. Noch einen Bunker. Bin ich voll dabei. Oh, cool. Hä? Hm? Achso, du hast hier schon Holzbretter. Ich wollte gerade sagen, wo kommt das Holzbrett her? Das wäre ein bisschen Eichwein durch die Gegend gebackt. Ja, das war das, was bei mir vor dem Kopf hing. Ich habe es jetzt abgelegt. Das ist Küchenmesser. Soll ich Munition einstellen? Ich dachte nur, ich bring's dir schon mal hier rein, weil hier draußen sind wir ja fast fertig. So, da kann ich aufwerten. Ja, die Wände fehlen noch. Ja, aber mir fehlen gerade Stämme zum Zersägen. Ich hatte nichts zu tun. Achso. Wenn nichts zu tun hast, kannst du ein Pipi ein bisschen ärgern. Lieblingsaufgabe. Das ist deins. Echt wow. Gut. Nicht echt jetzt? Was, echt? Ja. Nee. Nee, du stehst doch noch. Nee, ich stehe noch 65% live. Ich war gerade im Inventar, ich konnte jetzt nicht mehr aus dem Inventar raus, deswegen habe ich gedacht. Es sah von außen sehr spektakulär aus. Du bist irgendwie so durch die Gegend geflogen. Bei mir bin ich nur auf dem Boden zusammengesackt. Wie ein Sack Kartoffeln. Ich krieche noch aus dem Boden, ich sehe schon kommen. Ja. Und ihr fragt, wieso ich Schlösser ranmache. Dann brennt er hier schon wieder nicht. Seht ihr auch, hier liegen noch zwei Brennen am Auto. Ja. Kann ich auch schon wieder nicht aufheben. So, Achtung. Gut zuhören. Piep, piep, piep. Okay. Piep. Sehr gut. Der Treppe hast du noch nicht, ne? Ja, du würdest gerne aufwärmen. Nee, unter der Treppe, das ist das. Ach so, ja. Auch noch nicht. Ah, cool, das geht jetzt nicht, weil ich gerade die Treppe aufwärmen lasse. Ah, okay. Moment. Interessant. Nicht, dass mir gleich die Treppe einfällt. Aufrüsten, jetzt geht's. Wo war ich jetzt meinen Rucksack? Da. Okay, da fehlt Holz. So. Da hinten haben wir noch eine Tür. Da fehlen auch zwei Holzstämme. Hier drin fehlen auch Holzstämme. Da wird es spannend mit dem Boden, ob das mit den Schränken tatsächlich funktioniert. Den Generator schnapp ich mir mal. Ist auch tragbar, oder? Ja. Ja. Wie sieht das denn so mit Seilen aus? Habe ich im Moment noch. Das sollte reichen. 60 okay. Aufladung grob. Ich habe mal die Baumkronen rausgetragen, dass hier drin nicht so viel. Ja. Wobei ich muss sagen, das Zeug, die spawnt tatsächlich recht zügig eigentlich. Also. Man hat nicht so lange was davon. Auch wenn du in der Gegend bist. Auch wenn ich in der. Ja, nicht locken. Nee, eigentlich, wenn ich auslocke. Mhm. Und dann ist es tatsächlich recht schnell weg. Ja. Also, ich würde sagen, keine halbe Stunde. Das auch voll. So, habe ich jetzt hier alles aufgewertet? Das haben wir aufgewertet. Das ist alles Metall. Das ist Metall. So, die Wände, beziehungsweise hier unten. Das möchte ich aufrüsten. Bolzen rein. Oh Gott, er kommt wieder. Oh Gott. Schnell weg. Ich habe Angst. Und das zu Recht. Ich gebe mir Mühe. Naja. So, Nägel, Bolzen. Nächste Schachtel mit Bolzen. Ach, wobei ich hier noch drei. Mm-hmm.
keinen Platz mehr. Was zur Hölle? Was denn? Ich sag aufrüsten von der Tür. A, schlag ich die Tür und zieh ihn auf. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass ich keine Runde mitgenommen habe. Patrick, wer schießt rechts, wer schießt links? Wie, rechts, links? Naja, wenn er keine Waffe mitgenommen hat und kann nicht aussteigen und, Ne, ich habe das Problem erledigt. Oh, was ist das? Ey, fahr doch drüber! Ganz ehrlich. Ich war schon ausgestiegen. Achso, na gut, das ist dann schlecht. Ich habe mich verprügelt. Hier außen liegen auch Bretter. Überall durch. Okay, brettermäßig muss man dann auf. Also brettermäßig brauchen wir nichts mehr. Das reicht oben. Definitiv hier. Boden. Du wolltest doch oben den Boden auch aus Holz machen. Achso, das geht. Ah, stimmt, das geht ja. Das geht von unten. Ah. Das ist natürlich sehr schlau. Ach so, scheiße. Aber warte mal. Was steht denn oben drüber? Nicht, dass jetzt hier irgendwie meine. Hier sowas wie Fässer, Generator, also Generatoren oder sowas? Essen oder? Nee, das dürfte kein Problem machen. Denn die können ja auch auf dem Autodach schweben, wenn du so auslädst. Wir probieren es einfach mal. So, hier stehen jetzt meine Schränke und alles drauf. Ich gucke mal einfach mal, was gleich weg ist. So. Bin mal gespannt. Nö, es geht nur alles. Bin begeistert. Besser aus hier. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Schmeiß uns mal was zu essen rein. Denn hier, da. Oh, kochst du uns? Ich habe auch eine Frage, das wisst ihr bestimmt, ihr kocht ja ein bisschen mehr wie ich. Ich, der nie kocht. Ich habe die Rezepte. Ist es egal, welche Qualität das Essen hat? Oder muss es eine Qualität haben, damit ich das Rezept dauerhaft lerne? Weil ich lerne ja ein Rezept, sobald ich es gekocht habe. Es muss perfekt sein. Nee, muss es nicht. Ich hatte nur 4 von 5 und ich habe das Rezept dauerhaft gelernt. Oh, dann haben wir es geändert. Also bis jetzt war es so, dass es perfekt sein musste. Okay. Was aber auch interessant ist, ist, wenn du dir den Kochfortschritt anguckst, du musst nicht bis zum Ende warten, sondern 10% vor der Zeit wird der Balken unten grün und dann kannst du das Essen schon wegnehmen und es ist immer noch perfekt gekocht. Das ist richtig. Das habe ich auch schon festgestellt. Aber das mit den, ich habe tatsächlich nur 4 von 5 gehabt und es ging. Okay. Du Sacker. Ach guck mal, gut, dass ich Butter gekauft habe, aber dazu, das wird jetzt zu lange dauern. Ich hoffe nicht. Kann ich nicht einfach ein Ei in die Pfanne hauen? Das passt doch gerade. Koch doch und setz dir den Wecker. Dann wirst du da 5 Minuten vorher erinnert. Hey, was kochen wir denn? Was ist. Kennt ihr ein gutes Essen? Also was. Also was richtig gut ist, ist Bananenbrot. Aber das kann man natürlich hier nicht machen. Ja, brauchst einen Ofen. Das sag ich auch schon. Hm. Wobei oben eine kleine Jagdhütte ist, da will ich mal mein Zeug machen. Wir haben auch in der Y-Stadt ein Haus, in dem die ganzen Sachen sind für einen Ofen. Ah. Also mit Ofen und Kühlschrank und alles drum und dran. Wenn man da kommen will. Lecker Weinchen. Jetzt ein Weinchen, ja. Bringt mir das, wenn ich das als Favorit markiere? Nichts. Rot oder weiß, Holger? Ich wäre jetzt bei Rot. Okay, das war so nicht geplant. Du hast ein Brett in der Windschutzscheibe hängen. Hast du das schon gesehen? Ja, habe ich. Brauchen wir eigentlich noch mehr Holz?
Also Patrick, viele Männer können nicht kochen. Mach dir da keine Gedanken. Nee, ich koche tatsächlich nicht gut, aber hier steht gerade Cook Food geht nicht. Strom hat das Ding. Vielleicht, wie viele? Du hast 4 Kühlschränke. Der eine große Generator reicht für die 4 Kühlschränke nicht zusätzlich noch. Das heißt, du solltest noch einen zusätzlichen Kleingenerator anmachen. Das ist korrekt. Der rechte ist voll, den habe ich nicht versehentlich aufgefüllt, bevor ich gesehen habe, dass der große aufgefüllt werden muss. Pasta Reis. Wie sieht's aus? Brauchen wir jetzt noch mehr Baumstämme? Ich glaube, das könnte erstmal reichen. So, hier unten im Wasser liegt ein Brett. Das ist doch Holz, das müsste schwimmen. Ach so, das geht. Was auch beschissen ist, dass du von den Kühlschränken nicht direkt in die Quelle ziehen kannst. Also ins Kochen. Das ist mega für die Tonne. So, Zwiebel, Wasser. Sag ich kein Wasser hier, oder was? Hat mal jemand eine Wasserfläche? Warte, ja. Yep. Nee. Ich hab. Was ist das hier? Spias. Reicht wahrscheinlich eh nicht, ne? Reis hätte ich. Na raus, solange der Patrick oben ist. Das Hupen vergessen. Ja, ja, ist ja oben. Ah, das ist nur für mich. Ja, yeah. Ja, dann erwische ich ja irgendwie nicht. Ja. Tatsächlich fehlen mir. Ich bin zu schnell. Frechheit. Ich zoome auch immer die Rezepte aus, wo mir noch eins fehlt. Eine einzige Scheiße. Was für ein Durcheinander hier schon wieder herrscht. Hey! Achso, das sind nur die Rezepte, die ich nur in der Pfanne machen kann. Boah, es gibt einen Cheeseburger? What? Ja. Yep. Braucht ihr Hilfe? Nee. Wir haben hier eine kleine Schlägerei am Start. Ach so. Das Übliche. Getroffen. Okay. Dann mach ich's halt für die ganz Armen. Ich brauche ein Stück Fleisch. Dann muss das erstmal reichen. Aber 1, 2, die Leute 3, da draußen, 4, 5. Wir werden auf jeden Fall nochmal vernünftig kochen. Aber ich glaube, das bereite ich vor. Das macht sonst absolut keinen Sinn. Getroffen. Da ist einer tot, ich sehe es kommen von euch. Nee. So schlimm ist noch nicht. Aber vielleicht bald. Ich bin nicht mal mein Pfeffer lassen. So, und. Oh, danke. So. Timer, 30 Sekunden vorher, 1 Minute vorher. Stopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1, 28%. Ich brauche eine Pause. Hat aber richtig gekloppt gerade. Ja. Humpel. Okay. So, das haben wir jetzt schon alles aufgehört. Ach ja, hier draußen. Einmal hier. Auch Baumstämme. Seid ihr Kannst du mir mal Baumstämme hier mit raustragen? Ja. Vor die Terrasse. Okay. Ja. 4 Stück. Ah, jetzt gibt er aber an mit dem Sixpack. nee, das reicht nicht. Da wo sie liegen. Nee, komm hier. Moment. Oder Tür zu. Ja, das hat einen Unterschied gemacht. So, Moment, wir haben jetzt die Wände, Holz, das hier. Ah ja, hier fehlen noch. Hier brauche ich Baumstämme an den zwei Wänden, wo ich jetzt gerade stehe. Hier brauche ich Metallschrott, der liegt im Sack. Das wird hier ein Bolzen, das ist dein Ernst. Achso, dazu. Ist das 4 Stück, sagtest du? Ja. Oh, und ich bräuchte Werkzeugkisten. Ich habe wohl keine Werkzeugkisten mehr. Bräuchte aber
Bolzen, Nägel. Achso, nee, hier bräuchte ich noch eins, zwei, drei. Dreimal Baumstamm. Stimme. Ja. Hier fehlen wir Bolzen und Werkzeugkistchen. Wo ist denn hier Baumart? Bolzen. Ja. Dieses Einzeln rausnehmen, ich krieg echt nicht. Ja, nervig. Unheimlich. Weil das Geile ist, dann funktioniert es immer nicht. Dann klickst du Rechtsklick herausnehmen und es geht nicht, weil er gerade noch irgendwie in der Auktion ist, obwohl es eigentlich schon fertig ist. Ja. Wenn es wenigstens dann reibungslos funktionieren würde, wäre toll. Ah, mit drei Schrott. Moment. Das. Der rote Rucksack ist leer. Oh, mein Essen ist fertig. Also, das ist jetzt echt nicht mal einen guten Vorteil mit dem Supporters Pack. Das ist echt praktisch mit dem Bäcker. Crap. Nägel hast du bestimmt auch irgendwo. Ich stöber mal bei dir rum. So, einmal schön gegrilltes Fleischchen. Nägel. Ah, hallo, Sie können ja nicht liegen bleiben. Meine Doch. Basis. Ich brauche nur kurze, eine kurze Heilpause. Heilpause, Heilpause. Ah, stumper Gegenstand. Wo sind wir denn jetzt? Ah ja, hier. Werkzeug, stumpfer Gegenstand. Yes. Nee, nur Brecheisen. Warte, da mache ich gerade mal aus der Planke. Ach, stumpfer, brauchst du stumpfer Gegenstand oder was? Ja, ja. Warte, aber ich hier? Will nicht deinen Brecheisen. Nehme ich mal gerade. Nee, ich habe hier noch Rohrzangen und alles Mögliche. Hier. Ah, okay. Rohrzangen, Küchenmesser und so weiter. Will ihn nicht. Küchenmesser ist kein stumpfer Gegenstand. Ein Spitz, aber vielleicht brauchst du irgendwann mal einen Spitzengegenstand. Ich meine, wenn er das nächste Mal vielleicht nicht mit den Händen auf einprügeln wird, sondern mit, naja, Messern. Nein. Man weiß ja nicht. Noch? Oh, Eisen brauchst du auch dafür. Okay. Metall muss ich auch mal wieder einpacken. Was machst du jetzt? Toolboxen? Ja, wollte ich machen. Es fehlt noch Eisen. Ich habe hier einen Schrank, das heißt Metall. Wie dienen Sie? Was da wohl drin ist. Kupfer. Ganz viel. Ha, ich humpel nicht mehr, sondern jetzt kann ich wieder mithelfen. Sehr schön. So, jetzt haben wir ja mal vernünftige Türen drin. Gut, ich will euch nicht enttäuschen, aber wir brauchen hier unten keine Holzbretter mehr. Aber oben, richtig? Momentan brauchen wir es noch für die Kisten. Kisten? Achso, ja, also ja. So, was haben wir jetzt hier oben? Hier haben wir jetzt den Boden aufgewertet. So, das Dach hier muss weg. Zerstöre Floor 2. Das müsste ja gehen, ohne dass jetzt die ganze Bude einfällt, hoffe ich doch. Oh, aber dann fange ich mal vor der Tür an, die Baumkronen zu zerteilen, weil wenn du... Was jetzt passiert? Das halbe Dach ist weg. Naja, ja, drei vom Dach. Oh, Freiluft. Guck mal. Ja, das ist viel schön. Da kriegt man ein bisschen Farbe beim Kochen ab. Das ist viel cooler. Ein Traum. dann brauchen wir jetzt aber doch Tonnen an Stöcken. Jetzt wieder, ja. Aber auch erst jetzt wieder. So. Vier Stöcke, ein Holzstamm. Ich bin dabei. Was haben wir denn hier noch? Genau, das hier. Hier unten ist jetzt also Holz. Ich frage euch, den ersten Stock auf Metall aufwerte oder nicht aufwerte. Was kostet mich das an Metall? 8. Habt ihr noch Metall zu Hause liegen? Einen Rucksack habe ich noch, ja. Ich glaube, ich habe auch noch einen. Wobei ich guck mal. Ja, ich werde mal auf. Ich habe ja auch noch ein bisschen was an Metall da. Mal gucken, wie weit ich komme. Ein bisschen was haben wir noch. Also musst du übrigens aufpassen, dass ich mein Schwert nicht irgendwie traktiere. Ansonsten würde ich sagen, müssten wir bei Gelegenheit mal einen Ausflug zum Schrottplatz machen. Und ja. Da kriegen wir grob 10 Rucksäcke mit Metallschrott raus. Da habe ich gerade mal, wo ich meinen her habe. Und was geil ist, was mir aufgefallen ist, du kriegst massenweise Reifen. Ja. Also wenn irgendwo Reifen fehlen, Schrottplatz, du hast alle Reifen, die du brauchst. Egal welches Fahrzeug.
Sowieso, du findest viele Autoteile. Die sind zwar im schlechten Zustand, aber das ist besser als gar nichts. Solange das Ding noch rollt beispielsweise oder was auch immer. Ihr wusst. Oh, Gönner, Überlebensfähigkeit. Sehr schön. Ui. Weil du spielst dich drinnen mit uns und das macht dich zum Profi im Überleben. Mit dir auf jeden Fall. Also, mit dir auf jeden Fall. Ich hab gedacht, ich war tot, weil ich am Boden lag, wo das Auto auf mir geparkt hat. So. Wie das einzelne Bolzen aussieht. So. Ja, da müsste es eine Option geben, alle auspacken oder so. Ja, aber es ist mit Version 1.0 halt auch erst versprochen. Wer weiß, wann Version 1.0 kommt. Was die noch alles reinpacken wollen in 1.0 vor allem auch. Das wird noch bis lange danach gehen. Naja, ich glaube, das wird ein bisschen dauern. So, sie machen tatsächlich jetzt, also seitdem sie ja verkauft worden sind, passiert zumindest sehr viel. Also sie machen mehr Tempo, finde ich, seitdem. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die jetzt erst merken, was für ein Mist die drin stecken. Ja. Das auch. Ah, hier, Toolbox. So, Metall. 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 Das sieht doch gleich hübsch aus. Das sieht doch gleich hübsch aus. Hä? Hä? Was? Hä? Was? Nee, die Tür will ich. Was? Irgendwas ist hier falsch gerade. Bin ich die Tür? Nee, Metalltürrahmen, aber ich muss in die Tür gehen, um den Türrahmen aufzuwerten. Was ist das denn für ein Blödsinn? Weil das die Mitte von dem Feld ist wahrscheinlich. Ich bin damit nicht einverstanden. So, jetzt habe ich kein Metall mehr. Ja, ich fahre gleich nochmal los. Okay. Muss mal die Karten loswerden. Kommt ihr mein zurecht? Dann bin ich kurz mal weg. Rucksack nehme ich mit. Erstmal noch ein Steak. So, Bücher schmeiß mir rein. Ich habe mir einen Rucksack genommen, einen überflüssigen, und habe alle Kochbücher da reingemacht. Und wenn ich koche, setze ich den auf. Dann habe ich automatisch alle Kochbücher und Platz für die Zutaten. Das ist sogar noch besser. Ich habe mir eine Kiste gebaut, wo die Dinger drin sind. Ich muss halt jedes Mal anklicken. Ein Rucksack dann, ist tatsächlich dann, noch besser. Dann packe ich den kompletten Rucksack einfach wieder in die Kiste und dann ist er weg. Ich muss mal auch für euch Zuschauer da draußen, wir müssen auf jeden Fall nochmal kochen. Ein paar mehr Rezepte auf jeden Fall auch. Aber wir müssen das dann so machen, dass ich das irgendwie vorbereite, weil jetzt ist mir gerade wieder aufgefallen. Ich nehme mir dann einfach irgendein Rezept und ich merke, okay, die allerletzte Zutat fehlt. Das ist scheiße. Dann Baumstamm rein? Ja, ein. Okay, sonst bräuchte ich Baumstämme oben, Bretter oben. Bin gerade an den Stocken. So, Treppe passt, sehr schön. Die müssen wir natürlich auch gleich aufbauen. Sklaventreiber, ne? Bitte was? Patrick ist ein echter Sklaventreiber. Wer kann, der kann. Deckenteil. Aber wir brauchen keinen Deckenteil, wir brauchen Bodenteil. Bei Boden. Ist das die richtige Richtung? Ich hoffe doch. Ja. Ach. Da will ich nicht hinbauen. Da soll das Ding. Hallo, geh da rein. Geh da rein. Jetzt. Nimm mal gerade meinen Rucksack, bitte.
Jo. Ah. Was für Seil, aber. Moment. Rup. Dankeschön. So, das da kann weg. Destroy. So, hier oben kommt dann das Schlafzimmer hin. Jetzt ist nur die Frage, wie wir es bauen. Die Wände unten. Achso, die Wände soll ich vielleicht nochmal verstärken. Wer weiß, ob es dann funktioniert oder nicht funktioniert. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier drüber. Das heißt, die Wand hier und die Wand und die Wand. Natürlich genau die einzigen Wände, die ich nicht aufgerüstet habe. Man kennt's. So, Bolzen raus. Wobei, das sollte ich hier nicht machen. Liegt der ganze Boden voll. Mal eins höher dafür. Meinst du, ein Rucksack reicht? Eisen? Ja, ich will nur das untere auf. Das reicht auf jeden Fall. Ich will nur das untere aufwerten. Das sind, glaube ich, noch 4 Wände oder so. Das sind, müsste gehen. Das Erste, was wir dann bauen, ist ein neues Bett. Dann kann Holger mich überfahren, wie er möchte. Gold habe ich noch. Viermal kannst du mir fahren. 4 Gold habe ich noch. Nie im Leben würde ich das mit Absicht machen. Oh. Mein Auto heißt anders. Hast du das Puderdöschen genommen? Das Beauty Case? Ja. Um einer hätte ich noch getankt. Gut, dass ich das rechtzeitig gesehen habe. Och, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Patrick, ich leg dir ganz oben an die Kante 3 große Stöcke fürs Bett. Okay. Und vorne liegen dann kleine für die Wände. Ja. Okay. So, wie schaut's? Wir haben hier, brauchen wir Baumstämme und Bretter für die Treppe. Wände würde ich so lassen. Da unten fehlt noch Metall. Ganz oben brauche ich natürlich jetzt noch Zeug für das nächste Stockwerk. Ja, Stöckchen liegen da schon einen Haufen. Ja, dann brauche ich mal Wände. Und wie gesagt, hier ganz hinten, guck mal, da wo ich stehe, liegen die fürs Bett. Ah ja, perfekt. So, was haben wir denn hier? Zweigwand. Zweigwand dahin. Zweigwand. Ist die Wand? Ah, ich kann nicht mehr. Ja, jetzt kann ich nicht mehr platzieren. Was finde. Oh, warte. Stämme. Oh. Nur eine. Da hier bestimmt auch noch Stämme drin liegen, oder? Ja, da liegen, hier hinten liegen noch welche. Oh, hier sind noch 10 Außenstämme. Machen wir das hier, das dahin, das in die Hand. Das Schöne ist halt auch, ich habe eine Basis, die ist eigentlich für einen Squad ausgelegt. Mhm. Also, sie ist am hübsch. Ende, ja. Okay, die Wand ist fertig. Was fehlt bei der Treppe noch? Bretter. Meinst du, ich krieg den Suicider von dem Bootcamp runter? Hallo? Du hast zu viel Zeit. Anscheinend. Braucht eine Beschäftigung für den. Ja, hier, wir haben noch ganz viel Beschäftigung hier. Ganz, ganz viel. Achso, wir machen eine zweite Folge draus. Wir sehen uns schon bei 45 Minuten. Vielen Dank fürs Zusehen an der Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die nächste Folge wird nochmal gebastelt. Und dann sind wir aber auch fertig. Also hier kommt noch ein Stock drauf. Da wie ein Gestörter schießt da an. Tschüss. Tschüss.